Und dann sind wir auch schon wieder zurück. Und weiter geht's. Ja, sieht alles ganz gut aus. Sehr schön. Okidoki. Das erste, was wir machen, sind wieder alle Schmelzöfen bauen, denn ich brauche Geld, 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 Geld. Und dann gucken wir mal. Hier sind keine Gegner und können die nach unten. Ah, ich habe hier einen. Uiuiuiui. Da hätte ich den. Gut, das hätte jetzt hier nicht viel geändert, glaube ich, aber. Ah, nicht schlecht. Armbrustschützen gehen nochmal. Wahrscheinlich sollte ich hier bleiben. Und hier hingehen. Das kann ich eh nicht halten. Oder ich sollte versuchen, nach vorne durchzudringen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja, geh mal außen rum. Es ist nicht super, aber. Oder nehmen wir. Nee, ich gehe außen rum. Ich hole mir erst die Festungen. Ich muss irgendwo Fuß fassen können. Und mit Festungen ist das, glaube ich, am ehesten machbar. Na, jetzt schauen wir mal. Ja, ganz große Schlacht in. Okay. Das hole ich mir zuerst. Ich hole mir jetzt zuerst Minas Tirith. Minas Tirith, das ist eine ziemlich gute Festung. Nicht die beste. Limitiert im Bauplatz. Und ziemlich angreifbar von allen Seiten. Aber sie ist nicht schlecht. Wenn man viele Kommandeurspunkte hat, ist sie definitiv nützlich. Wenn sie es nicht ist, dann naja. Ups. So, viele schürt die Feuer gibt's hier nicht. Ach, man braucht Backen. Ah. Machen wir das Ganze so. So. Wir gehen jetzt hier hin. In Position. Dann hier lang. Dann das. Und dann rennen wir rein. So. Na, mal sehen, ob das funktioniert. Ich weiß halt nicht, ob die Ballisten wirklich nützlich sind. Also, sie machen halt sehr wenig Schaden gegen Gebäude. Das sind die Katapulte von Mordor schon um vieles besser. Ich weiß nicht. Ich meine, es ist gut, dass Isengard überhaupt Fernkampfwaffen, Belagerungswaffen hat. Oh, schöner Level-Up. Das braucht's auch. Aber wahrscheinlich, weil die Bomben einfach so stark sind, haben sie halt einfach schwächere Fernkämpfer bekommen. Ich weiß es nicht. Also, Fernkampfbelagerungswaffen. Die Rammen müssten wieder ganz gut sein. Und Belagerungstürme, falls sie haben, bin. Ich weiß es, ich habe ewig, ewig nicht mehr mit Isengard gespielt, ne? Aber es müsste ganz okay sein. Habe ich eigentlich auf Dings geschaltet? Das muss ich nochmal gucken. Es tut mir echt leid, aber. Ja, passt. Okay. Weil ich will hier nicht irgendwelchen Schwachsinn machen. Keine Zeit für Schwachsinn. Ach, wie nice. Ja, wisst ihr was? Dann verreckt ihr halt da unten zuerst. So. Du baust hier jetzt die Grube. Der kann sich hier durchprügeln. Oh 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 oh. Nein, meine Balliste! Nein! Wow. Ah, ich habe mich gesplittet. Das war natürlich jetzt nicht so klug. Wow, hat der viele Bogenschützen, ist ja abartig. Gefällt mir alles nicht. Vor allem, weil der halt immer noch lebt.
Die verteidigen sich hier ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Wow, das ging aber schnell. Das wird gar nicht so einfach hier, wie ich mir das gedacht habe. Der hat sehr viele Truppen hier. Sehr viele Truppen. Der Aragorn lebt leider noch. Hobbits haben sie gerufen. Viel geht hier halt nicht, ne? Ja, mal gucken. Ist knifflig. Definitiv knifflig. Vielleicht aber noch machbar. Ja, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass sie mir alle Dinger zerstören. So, wieder rein. Feuerpfeil-Upgrade drauf. Die auch da rein. Nur mal sehen, ob wir das verteidigen können. Ich bin ja mal gespannt. Das sieht ja so schlecht aus. Aber ich habe schon andere Dinge vollbracht. Das braucht man nicht mehr. Nein, ein Baumeister ist tot. Ne, das wird nichts mehr. Also der Ringkrieg wird definitiv auch anspruchsvoll. Die Gegner wehren sich sehr erfolgreich. Ja, das Splitten war dämlich. Das Gesplitte war ziemlich dämlich. So, mal sehen, ob ich hier unten was habe. Das müsste jetzt aber gehen, oder? Theoretisch. Ja, schwierig, schwierig. Schwierig. Ich meine, ich habe jederzeit Helm's Klamm. Das ist eigentlich uneinnehmbar. Fast. Aber Minas Tirith hätte ich gern gehabt. Das hätte schon was gebracht, ja. So, hier, die sind nicht wirklich ausgerüstet. Ich weiß, ich habe gesagt, ich finde den ziemlich schlecht, den Wächter, aber in der Situation hätte er mir tatsächlich gut getan. Was? Wo ist ihr Lager? Ihr sollt da... hallo? Wo ist ihr Lager? Boah, nee, oder? Direkt vor meiner Haustür. Ey, es läuft ja mal gar nicht, wie es soll. Was für ein Schwachsinn. Und der Baumeister ist tot. Ja, Nazgûl ist halt schon ein starkes Stück, ne? Na, ob das noch was wird, ich weiß nicht. Das bringt so halt nichts, ne? Das ist nur dieses Problem. Also mit den Wargen hole ich mir jetzt die. Ah, das gibt's doch nicht. Da kann ich nichts machen gegen den Schmelzofen. Eigentlich sieht das sehr gut für meinen Feind aus, das ist das Problem. Hier, tötet den blöden Baumeister, bitte! Und danach den.
Eigentlich sollte er jetzt unsichtbar sein. Ist er irgendwie doch nicht. Mal, ob das noch was wird. Ich weiß ja nicht. Nazgul, der muss zuerst weg. Hau bitte den Nazgul kaputt. Es ist schon spät. Oh Mann. Ich sage nur die Wahrheit. Ja, deine Wahrheit. Er hat Soldaten. Da ist er noch nicht. Oh, bitte lass doch meine Gebäude. Nein! Jetzt habe ich verloren. Das kann ich nimmer gewinnen. Wow! Also die Gegner machen mich gut kaputt, dass der auch direkt vor mir spawnt. Unglaublich. Unglaublich. Vielleicht muss ich mich nochmal nach Isengard zurückziehen und nach Helm's Klamm. Könnte passieren. Schaut derzeit sehr schlecht aus an dieser Front. Also Mörder und Menschen, ja, Nazgul, sind nach diesem Problem. Vielleicht starte ich auch falsch, aber wenn die Gegner direkt vor mir, direkt in meinem Gesicht landen, ist halt schon unfair, ne? Das ist schon unfair. So, jetzt bauen wir hier gleich mal eine Urukgrube fürs Ausbilden. Weil das ist ja dann doch irgendwann mal sehr nervig. Ja. Die Waage interessieren mich eigentlich gar nicht. Was ist das hier? Bestie zähmen. Was macht das? Aha, hat ja nicht so gut funktioniert. Egal. Schauen wir mal, sehen wir schon. So, wie wäre es, wenn er den Helden mal tötet? Ich glaube, das sieht jetzt besser aus. Ja, hier müsste ich gewinnen. Ja. Doch, das passt schon. Und Feind vernichtet. Müsste ja gleich soweit sein. Ja, okay. So, wenigstens das haben wir geschafft. Das ist doch schon mal etwas. Na. Okay. Wo bin ich? Oh ja Gott, das ist doch noch. Puh. Das wird nochmal richtig knackelig, ne? Na gut, dann schauen wir mal, ob wir das hier irgendwie besiegen können. Bestehen, ich weiß es nicht. Das wird nicht ganz einfach. Das ist nochmal ein Stück schwieriger.
Oh. Okay. Nichts wird uns aufhalten. Wir haben viel zu tun. Hoch mit euch, wir haben viel zu tun. So, dann schauen wir hier mal. Ja, Industrie wieder. Obwohl gegen viele Gegner ist das hier fast besser. Machen wir es so. Macht, was euch befohlen wird. Ich weiß, ich weiß. Ihr wisst, was zu tun ist. Eine neue Macht. Sie erheben sich fürchten. Unsere Zeit ist gekommen. Hui, okay. Wir haben viel zu tun. Ja, gut, die Spinnen stören mich jetzt weniger. So, das gehört alles uns. Wo hat's denn da einen Held? Sehe ich nicht. Ah, ich darf noch mehr Leute besiegen. Ah, okay. Nice. So, da hat's einen Gegner. Dann bauen wir noch ein bisschen was. Was ist das hier? Erfahrung müsste das sein. Katapulte vernichten wir. Morognim dürfte das auch nicht überleben. Schön. So, mal sehen, wie viel Feuerball. Schön. Oh, ist doch gar nicht mal so schlecht. So, Kankra vernichten. Kankra stirbt. Komm schon. Ja, nice. So, ein Feind hat sich schon mal verabschiedet. Ich glaube, das schaut ganz gut aus. Müsste ganz gut für uns ausschauen. So. Das ist ein Sägewerk. Schlechter Hotkey. Schlechter Hotkey. Schwere Wunden. Kann eine Wunde etwas wiegen? Also das Codewort ist jetzt mal Wunde, ne? Sehr unspektakulär, aber die Frage ist, kann eine Frage an euch, seid ihr der Meinung, eine Wunde kann etwas wiegen? Also dass eine Wunde tief sein kann, ja, kenne ich. Ist nichts Neues. Aber schwer, ich habe, klar, man sagt, man hat schwere Wunden. Aber irgendwie heißt schwer ja doch, dass es wiegt. Also, dass man, ne, dass es gut im Sinne von belastend macht, es vielleicht wieder mehr Sinn. Aber, ey, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Müsst ihr entscheiden. Kann eine Wunde schwer sein? Oder sollte sie eher tief sein? Gut, sie kann auch lange oder kurz sein, ne? Aber schwer? Ich meine, ich habe schwere Wunden. Ich kenne den Begriff, ja. Er macht auch irgendwo Sinn, aber dass eine Wunde schwer ist, macht irgendwie keinen Sinn. Ich weiß nicht. Das ist alles sehr seltsam hier. So, haben wir gewonnen.
Rum. Ja, nee, das haben wir schön verteidigt. Das Problem ist halt, dass gut, ich kann hier wunderschön leveln. Nein, 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 noch nicht töten. Nehmt erst doch mal die Erfahrung mit. Ja, jetzt. So. Ich mag diese Erfahrung. Also wenn man dann einen Helden hat, der einem Bataillon oder vielen Bataillonen Erfahrung gibt, das ist so mächtig. Gewonnen. Ging ja doch schneller als gedacht. Und besser als gedacht. Ja gut, dann werde ich wohl doch eher Richtung Norden. Meine Gebietsgrenzen verschieben und nicht Richtung Südost. Aber na gut. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.